Hey ho Leute, willkommen zu einem brandneuen Spiel auf meinem Kanal. Wir spielen Robinson The Journey im VR-Modus. Realms Lava Story, es gibt das nur im VR-Modus. Das ist ein komplettes VR-Spiel, PlayStation VR haben wir hier am Start. Und das ist einfach nur krass. Denn ihr seht gerade auf eurem Bildschirm oder auf einem Touchscreen, egal worauf ihr das gerade guckt, ihr seht gerade meine Sicht, wie ich das gerade hier sehe. Ich kann mich hier quasi frei herumbewegen, mein Sichtfeld hier steuern. Ich hoffe auch, dass die Soundqualität einigermaßen moderat ist, da ich das Mikro ein bisschen weiter weg von mir halten muss, weil sonst das VR-Erlebnis nicht ganz so prickelnd ist. Ich muss mich ja bewegen können, frei herumgucken, weil das ist schon... Danke dir. Okay, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück aus dem Spielbereich. Danke dir. So, kann ich nach unten gucken. Alter, das ist schon krass. Aber Leute, wir wollen das Spiel starten. Das komplette Spiel ist in Deutsch. Das habe ich hinbekommen. Und ja, ich bin mega gespannt. Läuft die Aufnahme? Die Aufnahme läuft. Geil. Okay, Spiel starten. Ich bin mega gespannt. Leerer Platz. Wir haben drei leere Plätze. So sieht es auch in meinem Hirn übrigens aus. So, ich bin mega gespannt. Ich will doch nicht über die Story spoilern. Das wird sich alles noch erklären. Das ist mega Grafik... lastiges und storylastiges Spiel. Also es ist so ein bisschen, um abends zu entspannen, auch nach der Arbeit oder nach einem harten Schultag, einfach mal sich hinzusetzen und sich eine Folge, das wollte ich gerade sagen, Horizon reinziehen. Ich spiele das andere Spiel zu viel, um sich eine Folge Robinson The Journey reinzuziehen, was einfach richtig schön sein könnte. Ich freue mich auf das Game, ich habe mega Bock drauf. Im Himmel über einem fernen Planeten endet die Reise eines Schiffes tragisch. Ein Junge erreicht die Oberfläche, aber er ist nicht allein. Ich glaube wirklich, dass die Mikrofonqualität einigermaßen gut ist. Was ist das denn? Ich darf mich hier wirklich umgucken. Hex, Alter, wie krass. Sieh dir das an. Was? Meine Scans zeigen an, dass dies ein Hochrisikobereich ist. Vornehmlich, da es sich um ein Tyrannosaurus-Nest handelt. Geil. Oh je. Oh, was? Wie geil. Wie knuffig ist das denn? Okay, ich lebe mich wieder zurück. Ist schon okay. Wie geil. Das bleib ist so zurück, krass. Robin. Sind wir hier zufällig bei Portal gelandet? Oh, wie geil. Gönn dir. Das ist ein bösartiges Raubtier. Sieht doch so aus. Ich weiß, was du denkst. Keine Haustiere. Ich nenne sie Laika. Oh, Laika. Die erste Hündin auf dem Mond, war das nicht so? Oder im Weltraum? Nicht im Weltraum. Erste Hündin im Weltraum ist, glaube ich, Laika, wenn ich mich ganz irre. 3 Monate später. Der Ladescreen. Ich hoffe, dieser Ladescreen wird uns nicht allzu oft begleiten auf unserem Abenteuer hier. Denn es ist ein Planet in einer fernen Galaxis, auf dem es, wie es aussieht, noch Dinosaurier gibt. Und warum wir hier gelandet sind oder was uns hierher verschlagen hat, das werden wir hoffentlich noch in der Story erfahren. Ich habe es ein bisschen angespielt, um die Steuerung und sowas klar zu kriegen, aber... Guten Morgen, Robin. Ansonsten... Umsehen, Kopf bewegen. Ah ja. Ach, ich kann mich komplett umsehen. Hi. Kann ich mich auch bewegen, oder wie ist das? Gut, dass du wach bist. Ohne dich ist das ziemlich langweilig. Du weißt doch, wie ich bin. Ich werde leicht existenzialistisch, wenn ich mich nicht um jemanden kümmern kann. Lass dir Zeit. So, jetzt gab's wahrscheinlich einen klitzekleinen Cut. Ja, sollte alles wieder laufen. Ich kann steuern. Sehr schön. Okay, da gab's nämlich gerade ein klitzekleines... Steuerung ist ein bisschen ruckhaft. Aber egal. Was sollen wir denn machen? Ich habe gerade nicht mitbekommen. Ich bin aus dem Flügel geflogen. Danke, PSN. Hallo? Kann ich... Was müssen wir jetzt hier machen? Er hat vorher irgendwas gesagt mit Funkgerät verwenden. Wo ist denn dieses wunderschöne Funkgerät? Zum Interagieren mit Objekte X. Dies ist eine Notrettungskapsel der DSF Esmeralda. Bei einem Absturz hat ihr Überleben oberste Priorität. Okay. Suchen Sie dann den Rest der Crew.
Vergewissern Sie sich, dass die Notpositionstransponder der Kapsel und Ihres Anzugs aktiviert sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie über folgende Grundlagen verfügen. Wasser, Nahrung, Unterschlupf, Wärme und Signalmöglichkeit. Melden Sie Ihren Status regelmäßig und suchen Sie auf allen Kanälen nach Überlebenden. Am wichtigsten ist, Ruhe bewahren, bei der Kapsel bleiben und Energie sparen. Ruhe bleiben, bei der Kapsel bleiben und Energie sparen. Was ist eigentlich mit dem Portal-Dude da oben los? Der ist doch voll vom Portal geklaut. Oder etwa nicht? Hi? Was kann ich hier noch machen? Was ist das denn? Das ist ein kleines Aquarium. Marnie? Hier. Hier ist Kapsel 309-1659. Ich sende auf allen Frequenzen. Wenn da noch andere Überlebende sind, melden Sie sich bitte. Higgs fühlt sich langsam ziemlich einsam. Ich weiß, dass seit mehr als einem Jahr niemand geantwortet hat. Aber du solltest das wirklich ernst nehmen. Ja. Ich nehme das voll ernst. Ich bin knallhart ernst gerade. Ich will hier raus, verdammt! Kann ich hier... Ich kann tatsächlich raus? Oh, wie geil. Was? Sie steht immer noch, auch nach einem Alter! Jahr. Kannst du glauben, dass wir auf dem Schiff mit 100 Millionen Kilometer pro Stunde zu den Sternen geflogen sind? Bis... Sie war ein wunderbares Schiff, nicht wahr? Es müssen noch andere überlebt haben. Wann werden wir sie endlich finden, Higgs? Das hast du gut gemacht, dass du so lange überlebt hast. Andere kommen vermutlich nicht so gut klar. Alter, das ist... Wallpaper, please! Was ist das denn? Wie krass sieht das denn aus? Also exakt das Schiff, was wir im Startscreen gesehen haben, glaube ich, ne? Alter, wie krass das einfach ist. Und hier ist unsere Rettungskapsel. Wo ist Laika nur hin? Wieso rufst du das Tier nicht? Wie rufe ich denn? Laika? Laika! Und der Baby T-Rex. Übrigens, wenn ihr denkt, dass ich hier absichtlich... Das Vieh ist in seiner Höhle. Versteckt sich aus Scham, nehme ich an. Ich fürchte, wir haben was zu tun, bevor du mit deinem Haustier spielen kannst. Am besten siehst du dich einmal um. Wie die sich wundern, warum ich so ruckartig die Kamera hier bewege, das ist extra so. Das ist extra so, damit das quasi das Übelkeitsgefühl, wenn man mit der VR spielt, nicht ganz so ausgeprägt ist. Und einem kann schon ziemlich übel werden. Wo ist denn Laika ihre Höhle? Oder seine Höhle? Wahrscheinlich ihre. Was ist das denn? Wie geil. Hey! Hey, wirklich? Ja? Geh weg! Hui! Warte! Hui! Geht nicht, warum? Hui! Mann, ist zu schwer! Mann, nicht! Der Pödelbehälter! So, dann bringen wir den mal zurück, würde ich sagen. Kann ich den auch. Okay, passt schon. Passt schon so. Wo ist denn Laika ihre Höhle jetzt? Alter, das sieht so krass aus wie den Flugsauriern im Himmel. Und diesen Portal-Dude. Ach ja, Higgs. Sieh dir nur dieses Ding an. Wenn ich mir vorstelle, dass wir so lange Dinosaurier aus dem Lager heraushalten wollten. Und jetzt haben wir einen hereingelassen. Ja. Reparieren wir die Vogelscheuche. Sie braucht zwei Arme, Kopf und Hut. Sonst funktioniert sie nicht. Das Multitool repariert das im Handumdrehen. Das Multitool. Erklärst du mir das auch, dieses Multitool? Oder wie ist das? Kann man die irgendwie aufmachen oder so? Ich kann die werfen, warte mal. Was? Oh, wie geil. Hey, die Bälle. Kann ich die? Ich kann sie nicht. Was ist der eigentlich? Also das ist schon eine geile Technik, muss man sagen. Kann ich auch. Mann, ich dachte, ich kann das ranwerfen. Nein, kann ich nicht.
Das Signalfeuer kriegt keinen Strom. Tagsüber würde das Signal wohl ohnehin niemand sehen. Hast du das schon so, oder? Schön. Ja. Geil. Okay. Sehr gut. Easy. Kriege ich hin. Hervorragend. Nice. Sehr schön. Das alles? Passt doch so, oder? Oder muss da unten noch einer? Ne, das war's. Ich konnte auch hier bei Optionen... Ach, das ist das. Spiel verlassen. Nein, überlebe einen weiteren Tag zu Hause. Autsch! So komme ich hier rein. Karte, Infotarium, Fortschritt. Karte wäre ich interessiert dran. Wow. Heftige Karte. Befreie Leica, repariere die Vogelscheuche. Die ist doch repariert, oder? Ist da noch was? Infotarium. Kreaturen, Kommunikation. Kreaturen? Was? Alter, wie geil. Da. Tyrannosaurus. Wann haben wir denn mit dem Tyrannosaurus entdeckt? Obwohl, Leica ist ein T-Rex, ne? Alter, wie krass. Alter, wie krass. Kann ich da näher ran? Kann ich näher ran? Kann ich irgendwie näher ranzoomen, oder? Okay, wenn ich näher rangehe, bin ich außerhalb des Spielbereichs. Scheiße, Mann. Gattung Tyrannosaurier, Größe 12 Meter, Nahrung Fleischfresser, Lebensraum, Grasland, tropischer und subtropischer Regenwald. Das Teil ist einfach so krass. Also das VR-Erlebnis ist so krass. Der Gipfel der Raubtiere. Diese gehörnten Monster verfügen über gigantische Kiefer und ein tödliches... Geh mal weg, bitte. Gebiss. Ich habe beobachtet, dass sie in matriarchischen Gruppen leben. Die Weibchen der Spezies sind generell größer, stärker und aggressiver. Dachte ich mir schon. Leica ist ja ein Weibchen, also... Ist da hinter uns auch noch was? Nein, schau doch mal. Aber wie viel Zeug es dann hier einfach gibt? Wie geil, was hier alles zu entdecken gibt. Okay, ich hab Bock auf das Game. Ich hab so verdammt Bock auf das Game. Kommunikation, was gibt's denn hier eigentlich? Wie viel Zeug, aber ich weiß nicht was. Egal, wir werden es aber wahrscheinlich noch entdecken. Fortschritt. Kreaturen im Wasser. Zoo. Alter, wie geil. Wie krass. Wie viele Missionen es hier einfach gibt, das ist so geil. Okay. Ich werde mich einfach mal weiter umsehen. Einfach weil ich es kann. Aber was sollen wir denn hier noch machen, um das Teil hier zu reparieren? Das sollte doch eigentlich repariert sein, warte mal. Bei Karte konnte man das... Okay, ich sehe da noch ziemlich wenig von der Karte, weil ziemlich wenig davon aufgedeckt haben. Was ist das für ein Kreis da oben? Also das ist Norden, Osten, Süden, Westen, alles klar. Was sollen wir denn mit der Vogelscheuche hier noch machen? Können wir da noch sowas draufpacken? Sowas zum Beispiel? Verfehlt. Was muss ich denn machen, um zu reparieren? Ich sollte doch eigentlich fertig sein. Gut. Ist jetzt fertig oder? Ey, mir fällt gerade was ein. Vielleicht gibt es mehrere Vogelscheuchen. Autsch. Ja, ist okay. Noch. Ich geh einfach mal weiter. Ich guck mich hier einfach mal um. Was ist hier? Wie krass das einfach aussieht. Dafür, dass es VR ist, ist es schon heftig animiert und so weiter. Alter, ich guck gerade nach oben, wie geil. Ah, was ist das denn? Sieht aus wie ein Triebwerk oder so. Okay. Ich geh einfach mal weiter. Mal gucken, ich will einfach in den Wald gehen. Wenn ihr an eine Stange rangeht, dann denkt man wirklich, dass die kommt auf einen zu. Das ist so krass. Do not cross. Okay. Wo sind wir denn hier?
Das ist schon geil. Ich will hier keine Quests machen, ich will mich einfach umsehen. Ach, jetzt sind wir wieder hier oben. Ach so. Nee, hab ich kein Interesse dran eigentlich gerade. Was ist denn hier alles? Wäre es nicht tragisch, wenn du nach all der Zeit eine Botschaft von anderen Überlebenden empfängst und du keinen Strom hättest, um sie zu hören? Ja, machen wir noch, keine Sorge. Kann ich den öffnen irgendwie? Nee, ne? Kann ich mit ihm irgendwas machen? Nein, schade. Okay, das scheint eine Barriere zu sein, wo wir nicht durch dürfen. Warum auch immer. Robin, ich würde dem Zaun nicht allzu nahe kommen. Vor allem, wenn du, nun ja, essbar aussiehst. Fürs Let's Play. Mann! Ich dachte, es passiert was Lustiges. Schade eigentlich. Schade, schade Schokolade. Aber da dürfen wir bestimmt irgendwann mal hin. Irgendwann, wenn wir groß sind. Was ist das hier denn? Hier gibt es so viel zu entdecken und das ist nur das Anfangslager. Ich habe vorher gesehen, wie groß die Karte ist. Ah, das Wix. Ja, unser Sturmproblem betrifft auch das. Ohne schwere Objekte zu heben, können wir nicht viel reparieren. Wixen. Sorry. Wie löse ich das Stromproblem? Keine Ahnung. Ich guck mich einfach nochmal um. Wenn das Wix nur online wäre, dann könntest du das aufheben. Ich kann das aufheben. Ich höre Zeug irgendwie. Deine Freundin kommt sicher erst heraus, wenn wir das Chaos beseitigt haben. Wahrscheinlich. Kennen wir das? Das wird nichts. Ich denke nicht. Ja, ist okay, wir machen das schon, keine Sorge. Ich werde übrigens in diesem Let's Play nicht wirklich folgen oder so machen, sondern einfach hier eine ganz lange Aufnahmesession machen, also 2-3 Stunden aufnehmen, das einfach zusammenschneiden, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, warum es keine Abmoderation oder so gibt. Das wird es in diesem Let's Play nicht geben, weil es ist einfach nicht möglich, wenn man VR spielt. Die Stromerzeugung ist suboptimal. Die Wasserturbine ist defekt. Ich gehe hier lang. Ah ja, gut, dass ihr uns helft. Finde ich schön. Es ist einfach bei VR nicht möglich, irgendwie eine Zeiteinschätzung zu geben. Das ist einfach... Man hat was für das Zeitgefühl. Die Wasserturbine ist verstopft. Das ist der Grund für den Stromausfall. Dieser verspielte Dinosaurier. Er muss die Fässer ins Wasser gestoßen haben. Hervorragend. Wir haben Strom. Aber jetzt sehe ich, dass auch die Stromkreise beschädigt sind. Wie wunderbar. Dabei kann ich dir tatsächlich helfen. Na, danke dir. Hicks ansehen. Was? Ernsthaft? Wie geil. Ich sehe von oben. Bin ich das? Wo bin ich? Aha. Da ist Null. Null ist scheiße. Auf die Linien konzentrieren und zum Verteilen X drücken. Tut gut, nützlich. War doch easy. Jetzt müsste der Strom wieder perfekt fließen. Das Wixen ist bald wieder online. Das Wixen ist bald wieder online, finde ich gut. Hix, wo bist du? Hix. Wo ist er denn? Au. Ist mal ein bisschen weg. Bam. So. Ich finde die Welt einfach so geil. Ich laufe hier gerade nur im Kreis und mache quasi, was der Typ hier mir gerade sagt. Also ich gehe nicht selbst auf eine Mission oder sein, ich mache nur, was der wirklich quasi vor die Nase legt. Aber ich finde schon mega geil. Aber die Atmosphäre, die ist einfach so... Ah! Alter, das ist einfach so krass. Und wer hat nicht als kleines Kind mal geträumt, durch eine Welt voller Dinosaurier zu laufen? Ich glaube, jeder hat seit seiner Kindheit mal irgendwann seine Dinosaurierphase. Bin mir ziemlich sicher. Ich kann mit dem Wix da vorne was machen. Ich finde den Namen so geil. Jetzt können wir das Teil hier aufmachen. Oh, ja. Da ist das ja. Es soll Power. Den Ball fallen lassen, bevor Leica. Es das Ding kaputt macht. Ist nicht so, als könnten wir einen neuen kaufen. Na los, Leica. Mach dir keine Sorgen wegen Hicks. Ich muss nur an deinem Training arbeiten, damit es ihm keine Sicherung raushaut.